Heute geht es um ein Format, das ihr so von mir noch nicht kennt. Und damit herzlich willkommen hier in Wetzolds Welt, dem Kanal für die radikale Mitte. Ja, wovon spreche ich? Ich habe einen Artikel geschrieben auf der Seite von Seda Somuncu, das ist Somuncu Plus, da ist also auch ein Blog bei dieser Seite mit dabei und dort habe ich einen Artikel veröffentlicht, nochmal zum Thema Imane Khelif und den möchte ich jetzt vorlesen. Es geht noch ein bisschen in die Tiefe, also es ist noch eine Ergänzung im Grunde genommen zu den verstreuten Beiträgen, die ich hier auf meinem Kanal veröffentlicht habe. Das große Scheitern im Falle Imane Khelif. Die Wogen im Falle Imane Khelif haben sich geglättet. Die Karawane der sozialmedialen Aufmerksamkeit ist längst weitergezogen. Die meisten Akteure haben pflichtgemäß die erwarteten Reflexe gezeigt. Wenn wir eins gelernt haben, dann, dass die Klischees über politische Lager leider allzu oft der Wahrheit entsprechen. Der linksliberale Mainstream übernahm weitgehend unisono und völlig unkritisch den identitätspolitischen Standpunkt der postmodern marxistisch grundierten LGBTQ+-Community. Die rechtsalternative Gegenseite mit Rädelsführern wie Julian Reichelt oder Elon Musk hielten erwartungsgemäß dagegen. Gescheitert sind beide Seiten, denn die zweite Lehre lautet: Intellektuelle Aufrichtigkeit und ernsthaftes Weitstreben sind in Zeiten der Komplexität reduzierten Wortgefechte auf X zur Mangelware geworden. Dabei ist Komplexitätsreduktion nicht das grundsätzliche Problem. Jede Ideologie, jede Weltanschauung stellt den Versuch dar, sich im Dickicht der Wirklichkeit einen Überblick zu verschaffen. Und das geht nicht ohne Komplexitätsreduktion. Allein hin und wieder ist es notwendig, die vorgefassten Meinungen mit Informationen abzugleichen, die man vielleicht nicht von Anfang an im Sinn hatte. Denn die Problematik von intersexuellen Sportlerinnen ist keineswegs trivial und daher bestens geeignet als Lackmustest für intellektuelle Ernsthaftigkeit. Im Kern der Diskussion geht es um die Frage, was ist Geschlecht? Da diese Frage gesellschaftlich relevant ist, wir haben zum Beispiel im öffentlichen Raum nach geschlechtergetrennten Toiletten, sind in kontroversen Fällen öffentliche Debatten unerlässlich. Es ist jedoch klar, dass viele vermeintliche Antworten auf diese Frage nichts taugen. So können wir für die gesellschaftliche Debatte nicht einfach einen Geschlechterbegriff aus der Wissenschaft übernehmen. Und das aus zwei Gründen. Erstens, die Wissenschaft gibt es nicht und Biologie, Psychologie, Soziologie, Medizin, Gender Studies mögen ihre eigenen Begriffe von Geschlecht haben, die keineswegs deckungsgleich sein müssen. Und zweitens, eine technokratische Verschiebung der gesellschaftlichen Frage nach Geschlecht in die Wissenschaft würde gesellschaftliche Debatten in die Wissenschaft tragen und damit die Objektivität der Wissenschaft gefährden. Das heißt nicht, dass wir als Gesellschaft den Wissenschaften nicht zuhören sollten. Die Wissenschaften können zur gesellschaftlichen Debatte beitragen, sie entscheiden jedoch nicht. Ferner sollten wir uns davor hüten, in der gesellschaftlichen Debatte die Wesensfrage zu stellen. Was das Wesen von Geschlecht ist, ist letztlich eine weltanschauliche Frage. Für den gläubigen Christen mag es von Gott bei der Zeugung festgelegt worden sein, für den Naturalisten mögen es die Gene sein, für den Sozialkonstruktivisten die Geschlechtsidentität. Was also Geschlecht letztendlich ist, ist Gegenstand der Glaubens- und Gewissensfreiheit. Wir sollten uns dafür hüten, hier von staatlicher Seite eine Entscheidung zu treffen, da dies klar einem Nachkommen der totalitären Versuchung entspricht. Was also tun? Wir brauchen einen pragmatischen Begriff von Geschlecht. Die vom Autor dieses Textes propagierte Ideologie der radikalen Mitte bietet in der vielschichtigen Gemengelage eine gewisse Hilfestellung. Sie unterscheidet in komplexen gesellschaftlichen Fragen vier Ebenen, die materielle, die funktionale, die intentionale und die normative Ebene. In Bezug auf Geschlecht bedeutet das konkret materiell-körperliche Aspekte wie die Geschlechtsmerkmale und Genetik, funktionale Aspekte wie die Geschlechtshormone, intentionale Aspekte wie die Geschlechtsidentität und die soziale Geschlechterrolle und auf der normativen Ebene das juristische Geschlecht. Es ist nun relativ klar, dass ein Mensch, der auf allen Ebenen eindeutig einem Geschlecht entspricht, widerspruchsfrei als Mann oder Frau bezeichnet werden kann. Liegt auch nur auf einer Ebene eine Undeutigkeit vor, so ist ein solcher Mensch entweder erst einmal formal non-binär.
Es kann dennoch sinnvoll sein, eine derartige Person eindeutig als Mann oder Frau zu verstehen. Betrachten wir beispielsweise Menschen mit Klinefelter-Syndrom. Sie haben zwei X- und ein Y-Chromosom und stehen damit genetisch zwischen männlich und weiblichem Geschlecht. Es ist dennoch sinnvoll, diese Menschen als Männer zu verstehen, denn sie wurden in der Regel bei der Geburt als männlich identifiziert. Die sich aus der genetischen Normabweichung ergebenden hormonelle Unterversorgung wird typischerweise mit der Verabreichung von Testosteron behandelt. Ferner ist eine Zeugungsfähigkeit im männlichen Sinne zwar gemindert, aber nicht inexistent. Kommen wir auf den Fall Imane Khelif zurück. Es soll hier unter der Prämisse argumentiert werden, dass die Sportlerin und ihre taiwanesische Kollegin am Androgen-Insensitivitätssyndrom erkrankt sind. Obwohl zahlreiche Indizien dafür sprechen, scheint der endgültige Beweis hierfür noch immer auszustehen und soll nicht Gegenstand unserer Diskussion sein. Aus der Prämisse folgt, dass die Boxerin äußerlich ein weibliches Erscheinungsbild hat, jedoch genetisch männlich veranlagt ist. Der Autor hat in den Ausführungen seines YouTube-Kanals stets von Boxerin gesprochen, was bei so manchem Jünger Reichelt für Unmut sorgte. Doch die beiden Boxerinnen wurden als Frauen sozialisiert, deswegen ist es eine Unhöflichkeit zu werten, Frau Khelif als Mann anzusprechen, da dies eine bloßstellende Kennzeichnung durch eine medizinische Fehlentwicklung des Geschlechtes wäre. Daraus folgt aber nicht, dass die Boxerin in jeder Hinsicht als rein weiblich anzusehen ist. Bezogen auf den Boxsport geht es ja nicht darum, als was sich Frau Khelif identifiziert oder was in ihrem Pass steht, sondern um die materielle und die hormonelle Ebene. Genauer geht es um die Frage, ob aus ihrer geschlechtlichen Uneindeutigkeit eine Unfairness für den Sport entsteht. Diese Frage ist nicht vom Katheter der Ideologie zu entscheiden, sondern eine diffizile sportmedizinische Fachfrage. Es gibt aber klare Indizien dafür, dass die Ergebnisse des Frauenboxens bei Olympia einen gravierenden Missstand aufgezeigt haben. Die beiden Boxerinnen Imane Khelif und Ling Yuting gingen jeweils mit einer Goldmedaille aus den Kämpfen ihrer Klasse hervor. Das lässt aufhorchen, ist aber noch nicht entscheidend. Der eigentliche Punkt ist, dass beide Sportlerinnen ihre Kämpfe mit einer Eindeutigkeit gewonnen haben, die ein klares Indiz dafür ist, dass hier ein grober Fall von Unsportlichkeit vorliegt. Beide Sportlerinnen mussten auf ihrem Weg zur Goldmedaille keinen einzigen Punkt abgeben, haben also keine einzige Runde verloren. Keine andere Gewinnerin einer Goldmedaille im Frauenboxen konnte eine derartige Erfolgsbilanz vorweisen. Nun sind Taiwan und Algerien nicht unbedingt bekannt dafür, absolut dominierende Großmächte im Boxsport zu sein. Natürlich besteht theoretisch die Möglichkeit, dass diese Datenlage sich zufällig ergab. Plausibler aber ist die Annahme, dass in beiden Fällen die Intersexualität den Sportlerinnen einen Vorteil verschafft, der dem Geist der sportlichen Fairness widerspricht. Wozu gibt es in diesem Sport ein fein abgestimmtes System der Gewichtsklassen, wenn intersexuelle Sportlerinnen in einer Weise zum Sieg durchmarschieren können, die der erwarteten Leistungsdichte eines globalen Wettbewerbs in keiner Weise entspricht? Wie könnte das Problem gelöst werden? Zunächst einmal, den Bedürfnissen einer kleinen Minderheit intersexueller Sportlerinnen dürfen nicht die Interessen der großen Mehrheit nicht intersexueller Sportlerinnen geopfert werden. Schließlich sehen wir als Gesellschaft auch kein Defizit darin, dass Männer, die am Klinefelter-Syndrom erkrankt sind, vermutlich nie zur Weltspitze im Gewichtheben zählen werden. Um dennoch intersexuellen Frauen die Teilnahme an Sportwettbewerben zu ermöglichen, wären verschiedene Lösungen denkbar. Eine Sportklasse etwa oder ein System der Handicaps. Im letzteren Falle könnten intersexuelle Frauen mit einem positiven oder negativen Gewichtshandicap im Frauen- oder Männerboxen teilnehmen. Eine Imane Khelif hätte sich dann zum Beispiel in einer Gewichtsklasse über ihrem Körpergewicht bewähren müssen. Die Handicap-Regeln müssten so gestaltet werden, dass es langfristig zu keiner Über- oder Unterrepräsentation der Erfolge von intersexuellen Frauen kommt. Nun soll hierbei nicht behauptet werden, dass diese Vorschläge der Weisheit letzter Schluss sind. Entscheidend bleibt jedoch festzustellen, eine Diskussion um das Thema Intersexualität im Frauensport ist dringend notwendig. Zum einen, weil es natürlich um Fairness geht. Zum anderen aber, weil wir an diesem Beispiel sehen, wie verkommen die Debattenkultur im Westen ist. Das IOC kann sich hinter vulgärsozialistischer Ideologie verbergen, um die eigene Untätigkeit zu legitimieren. Und die Grünen etwa haben auf Instagram hierfür ideologische Schützenhilfe geleistet, wobei völlig verschwiegen wurde, dass beide Boxerinnen vom Weltboxverband aufgrund von Geschlechtstests qualifiziert worden waren. Damit wird eine mühsame Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit ersetzt durch ideologische Simplifizierung.
Die dabei sichtbare Wirklichkeitsverweigerung ist das Eigentliche, worum wir uns sorgen sollten. Imaneke Leaf und Lin Yuting, jedenfalls kann man keinen Vorwurf daraus machen, dass sie sich im Rahmen der Regeln des IOCs an den Wettbewerben beteiligt haben. Ja, soweit mein Text auf dem Blog von Serdar Somuncu. Wenn ihr Anmerkungen zu dem Text habt, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn wir auf dem Blog selbst einen Kommentar unter dem Artikel hinterlasst. Das macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Ansonsten lasst ein Abo da, lasst ein Like da und tschüss, bis zum nächsten Mal.